Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Heute habe ich mich eingefunden, die, wenn ich richtig mitgezählt habe, inzwischen 34. und damit vorletzte Lesung des Buches Romanismus und die Reformation vom Standpunkt aus der Prophezeiung von Henry Gretton Guinness, geschrieben 1888, nach Vorträgen, die er 1887 in der Exeter Hall gehalten hat, gemacht und von Bruder Maximilian ins Deutsche übersetzt. Nun, ich lese heute den letzten Teil des 8. Vortrages des Buches und das Buch wird dann abgeschlossen mit den abschließenden Bemerkungen des Autors, die im Englischen ungefähr 30 Seiten lang sind und die nach Maximilians Aussage als Übersetzer ungefähr 10 Seiten im Deutschen ausmachen. Ungefähr 10 Seiten im Deutschen kriege ich normalerweise hin, in einer Stunde zu lesen. Heute haben wir mit dem Ende des Vortrags 7 Seiten noch zu lesen. Und sollten wir am Ende dieser Lesung noch Zeit haben, dann möchte ich gerne den Maximilian ein wenig interviewen, um dass er uns ein bisschen erzählt über sich selber, die Arbeit dieser Übersetzung und so weiter. Ihr werdet schon sehen. Also ich möchte ein kleines Gespräch mit dem Max zum Ende führen, wenn es klappt heute, weil 7 Seiten heute weniger sind als die 10 Seiten nächstes Mal. Ja, und dann beginnt die große Trauer. Dieses wundervolle Buch ist abgeschlossen. Aber nicht getrauert, nicht getrört, so wie wir in Flämisch sagen. nein, wir haben uns jetzt vorgenommen, das Buch heute nochmal zu lesen. Wir gehen jetzt in den 8. Vortrag, zur letzten Lesung rein, über die zweifache Prophezeiung der Reformation. Wir werden uns hier nochmal ein wenig beschäftigen mit Dingen, die wir früher schon mal gesehen hatten, über die Inquisition. Ich hatte mir damals extra einen Film gemacht von, wie ihr seht hier, 30 Minuten lang, den ich während meines Vortrages der Inquisition in diesem Buch eigentlich zeigen wollte, habe das damals aber total vergessen. Also werde ich das heute abspielen und dann haben wir nebenbei die Bilder über die Inquisition und werden jetzt hier über die zweifache Prophezeiung der Reformation die letzten 7 Seiten des Buches abschließen, bevor wir zu den Schlussbemerkungen des Autoren kommen. Ich wünsche eine gute Zeit und hoffe, dass wir alle noch viel, viel lernen von dem, was Henry Gretton Guinness uns hier zu sagen hat. Er sagt, alle Arten von Methoden sollten für die Entdeckung von Ketzern verwendet werden. Ja, also man hat die Ketzer, die sogenannten Abtrünnigen gegenüber der römisch-katholischen Kirche, überall aufgespürt, auf alle möglichen Arten und Weisen. Ausspioniert, möchte ich mal sagen. Bevor ich jetzt da zu tief reingehe, kann ich dazu nur sagen, in der Inquisition war es so schlimm, dass man selbst seiner eigenen Mutter nicht vertrauen konnte, wenn man gesucht wurde von der Inquisition. Selbst die eigene Mutter hat einen verraten, wenn sie mit dem Leben bedroht wurde, um zu sagen, wo ist denn dein Sohn, der uns als Ketzer bekannt ist? Und wenn du es uns nicht sagst, dann werden wir uns dir, also dir vornehmen, ne? Nur mal eben so zur Information. Alle Arten von Methoden sollten für die Entdeckung von Ketzer verwendet werden. Das heißt, das ist im Grunde dasselbe, wie wir es von den Jesuiten bereits kennen. Der Zweck heiligt die Mittel. Bischöfe sollten sich für die Arbeit des Aufspürens und Vernichtens von Ketzern rüsten. Und alle Franziskaner und Dominikanermönche sollten Instrumente für die Durchführung dieses Prozesses der Inquisition und des Blutes liefern. Die Waldenser und Albigenser, diese fantastischen, tollen Völker, die im Süden von Frankreich gelebt haben und die Bibel aufrechterhalten haben, waren natürlich besonders für die Vernichtung vorgesehen. Ein Kreuzzug wurde gegen sie verkündet und die Absolution wurde im Plenum allen versprochen, die im Heiligen Krieg umkommen sollten. Wir müssen hier auch noch draus verstehen, deswegen ist es vielleicht mal ganz interessant, sich auch mal das Buch oder die Buchlesung von mir mit anzuhören, von Henry Charles Lear über die Geschichte der Inquisition im Mittelalter. Die haben damals die Gefängnisse leer gemacht, haben die Leute aus dem Gefängnis geholt und haben denen Absolution versprochen oder gegeben, wenn sie an dem Kreuzzug teilnehmen. Was glaubt ihr, was für Leute sie aus dem Gefängnis geholt haben? Nicht nur kleine, sag ich jetzt mal, Straßenbanditen, wie wir das heute so nennen würden, ne? Sondern Mörder, Vergewaltiger, alle Sorten schlimme Menschen rausgenommen, haben denen Absolution gegeben, also ihre Missetaten vergeben, im spirituellen Sinne, wie die römisch-katholische Kirche das ja kann,
wenn sie sich auf den Kreuzzug begeben würden, um dafür zu sorgen, um die Feinde der römisch-katholischen Kirche zu vernichten. Nie, sagt der Autor weiter, war ein gnadenloserer Geist des Mordes zu sehen, als von diesen schrecklichen Kreuzrittern gegen die sanftmütigen und bescheidenen und christlich gesinnten Waldenser. Die Inquisition und diese Erfindung des Dominikaners, oder besser gesagt Antichristpapst Gregor des IX., gründete ihr schreckliches Tribunal, um nach einer unsichtbaren geheimen Ketzerei zu forschen. Und wo immer eine Erweckung der wahren Religion stattfand oder irgendwelche Bekenner Christi gefunden werden konnten, wurden sie dort, wenn möglich, zu Tode gejagt. Diese echten Jünger Christi, unter welchem Namen auch immer, ob Petrobrusier, Katharer, Waldenser, Albigenser, Wycliffiten, Lollarden, Hussiten, Böhmer oder irgendein anderer Name, es spielte keine Rolle. Für jene Folter und den Pfahl für sie, wenn sie das Evangelium Christi festhielten. Savonarola, einer der weisesten und würdigsten seiner Zeit, wurde 1498 auf dem Scheiterhaufen verbrannt. 7 Jahre lang tobte ein grausamer Krieg gegen die Hussiten und es folgte eine zivile Verfolgung, die noch bitterer ausfiel. 18.000 Soldaten wurden gegen Ende des 14. Jahrhunderts in die Täler des Piemont geschickt, um die Waldenser des Piemont zu vernichten und sich ihren gesamten Besitz anzueignen. Die Christen von Val-Louise in Dauphiné wurden tatsächlich ausgerottet, lebendig verbrannt und in den Höhlen, in denen sie Zuflucht gesucht hatten, durch vor den Eingängen gelegte Feuer erstickt. 400 Kinder wurden tot in den Armen ihrer Mütter gefunden und 3000 starben im Kampf. Lorente errechnet aus offiziellen Berichten, dass in den 40 Jahren vor der Reformation allein die Inquisition 13.000 Menschen lebendig verbrannt und 169.000 verurteilt hat. Die zweite Hälfte des 15. Jahrhunderts war eine Zeit, in der Satan gegen die Heiligen wütete. Aber trotz Folter und Gefängnissen und Schwert und Flamme wurden die Stimmen der Zeugen Jesu im Namen der Wahrheit und gegen die Macht und den Anspruch des Antichristen erhoben. Letztendlich, als das 15. Jahrhundert zu Ende ging, schien der wütende Kreuzzug sein Ziel erreicht zu haben. Das wilde Tier hatte die Zeugen fast alle erobert und getötet, so die Vorhersage. Die starke Symbolik der 3,5 Tage toten Zeugen bedeutet natürlich, dass ihr Zeugnis zum Schweigen gebracht wurde. Sie haben nicht mehr geweissagt. Sie waren still, hilflos, für kurze Zeit ausgestorben. Sie waren erschöpft. Das wilde Tier aus dem Abgrund hatte sich gegen sie durchgesetzt. Für den Moment war der Kampf beendet. Für den Moment. Die Erfüllung dieses Teils der Vision erfolgte zu Beginn des 16. Jahrhunderts, kurz vor Beginn der Reformation. Hören Sie Mosheims Beschreibung der Krise, Zitat: Als sich das 16. Jahrhundert eröffnete, schien keine Gefahr mehr für die römischen Pontifex zu bestehen. Die in früheren Jahrhunderten von den Waldensern, Albigensern, Begarden und anderen und danach von den Böhmern erregt in Unruhen, waren durch Konzil und durch das Schwert unterdrückt und ausgelöscht worden. Der überlebende Überrest der Waldenser war fast völlig ausgestorben, inmitten der schmalen Schluchten der piemontesischen Täler, und derer der Böhmen konnte durch Schwäche und Unwissenheit nichts ausrichten und war daher eher ein Objekt der Verachtung als der Angst. Ende Zitat. Milner, der Kirchenhistoriker, sagt, dass zu diesem Zeitpunkt, obwohl der Name Christi überall in Europa bekannt war, nichts existierte, was man richtig als evangelisch hätte bezeichnen können. Alle Bekenner Christi, die von einer langen Reihe von Streitigkeiten erschöpft waren, wurden zum Schweigen gebracht. Alles war ruhig, sagt ein anderer Schriftsteller. Jeder Ketzer wurde ausgerottet. Das war natürlich nicht buchstäblich wahr. Der Herr kennt die Seinen, und er hatte auch in der dunkelsten Stunde der Nacht, die der Morgendämmerung vorausgeht, seine Zeugen, die ihm heimlich dienten. Aber was das kollektive Zeugnis vor Europa betrifft, so waren die Zeugen tot.
Ihre Feinde verherrlichten sich in dieser Tatsache. Das Laterankonzil beglückwünschte sich selbst, dass das Christentum nicht mehr von Ketzereien heimgesucht wurde, so wie einer der Redner sagte und sich an Antichristpapst Leo X. wandte. Jam nemo reclamat nullus obsistit. Der Widerstand ist beendet. Religiöse Gegner sind nicht mehr. Und wieder, der ganze Leib der Christenheit ist nun ein Haupt unterworfen. Eurem. Der ganze Leib des Katholizismus ist nun einem Haupt unterworfen, dem euren. Das Christentum, das wahre Christentum, wird sich niemals dem Antichrist beugen. Es wird immer dem Antichristen protestieren. Leo befahl einen großen Jubel und gewährte einen vollkommenen Ablass zu Ehren des Ereignisses. Dean Waddington, der das Ende dieses Konzils beschreibt, sagt, Zitat, »Die Säulen der Stärke Roms waren sichtbar und spürbar, und diese erhoben sich mit Jubel aus ihren goldenen Palästen. Die versammelten Prälaten trennten sich mit Selbstgefälligkeit und Vertrauen und mit gegenseitigen Beglückwünschungen zum Frieden, zur Einheit und zur Reinheit der apostolischen Kirche. Die Macht Roms war de facto das Wichtigste in der Kirche. So sagt Neander, das Gebilde einer unbegrenzten päpstlichen Monarchie war damals aus allen vorangegangenen Kämpfen siegreich hervorgegangen und hat sich auf einem festen Fundament etabliert. Im letzten Laterankonzil in Rom wurde das Prinzip einer unbegrenzten päpstlichen Macht eingeführt, gegen das Prinzip der allgemeinen Konzilien, und die Waldenser und Hussiten hatten keine Bedeutung mehr, um gegen das Papsttum zu kämpfen. So sagt Cunningham, ein anderer Schriftsteller, Zitat, »Zu Beginn des 16. Jahrhunderts ruhte Europa im tiefen Schlaf des geistigen Todes. Es gab keinen, der noch mit den Flügeln schlug, seinen Schnabel auftat oder piepste.« Ende Zitat. Die Zeugen waren tot. Niemals zuvor und schon gar nicht seitdem konnte sich Rom dazu beglückwünschen, dass die Ketzerei ausgelöscht und die Ketzer aus dem Gesicht der Christenheit ausgerottet wurden. Es ist eine feine, auffällige Hieroglyphe der Krise, die die Prophezeiung darstellt. Da steht das wilde Monster aus dem Abgrund. Es hat sich gegen seine wehrlosen menschlichen Opfer durchgesetzt. Der Kampf war lang. Und er war hart. Er hat es umso wilder und ungehaltener gemacht. Aber es ist endlich vorbei. Seine Fangzähne beißen noch immer mit Kraft. Seine Krallen sind rot vor Blut, während es mit seinen wilden Augen auf die blassen, kalten, stillen Leichen der beiden Zeugen Christi starrt, die so lange von oben befugt waren, sich zu wehren und all seiner Macht zu trotzen. Als Johannes die traurige Szene sah, erinnerte das nicht wieder an Szenen wie in den Amphitheatern des heidnischen Roms? Szenen, wie sie sich Doré für uns vorgestellt und gemalt hat? Szenen, mit denen der Exilant von Patmos, also Johannes, nur allzu vertraut war? Die Arena im hellen Mondlicht mit den kalten, steifen Leichen der treuen Zeugen Christi. Und das siegreiche wilde Tier überhäuft mit ihrem Fleisch und Blut, das die Überreste bewacht. Das war das Symbol. Die Realität war, Zeugen der Kirche, die durch lange und blutige Verfolgung zu Schweigen gebracht wurden. Die Zeit, 1514 nach Christus, das Ende des letzten Laterankonzils, das der Welt formell und offiziell die Tatsache verkündete, dass alle Opposition gegen Rom ein Ende hatte. Dieses Konzil begann nicht sehr entscheidungskräftig mit Maßnahmen zur Kirchenreform, konnte damit aber der einsetzenden Reformation nicht zuvorkommen. Sie konnten sich auf keine Reformation der römisch-katholischen Kirche einigen und als das Konzil Anfang 1517 endete, kam Ende Oktober in demselben Jahr Martin Luther mit seinen 95 Thesen. Und hat die Reformation mehr oder weniger in ein neues Leben gegeben, hat ein neues Leben eingehaucht.
Beachten Sie nun die Fortsetzung, sagt der Autor. Im Jahre 1517 begann die Reformation. Die Bewegung, die wie ein Schneeball, der immer größer wird, je weiter er rollt, im Jahre 1887 100 und ein paar Millionen Anhänger hat, die alle den Glauben Christi gegen den Abfall Roms bekennen. Zeugnis geben die Kirchen. Protestantische Kirchen sind überall entstanden und haben sich seitdem vermehrt. Was sollen wir sagen? Ist das nicht eine Auferstehung der Zeugen? Rom hatte sie zerquetscht, oder? Haha, das dachte er sich zumindest. Aber es wusste es bald besser, noch bevor 50 Jahre vergangen waren. Rom wusste es besser, als Deutschland sein Joch abwarf und England sich aus seiner Verbindung zurück und Holland widersetzte sich seinen Legionen und die Trompete des protestantischen Trotzes betäubte seine Ohren, das Erdbeben der reformatorischen Revolution erschütterte seinen Thron und als der Ausbruch des himmlischen Lichts den Verstand der Menschen so erleuchtete, dass sie über seine einst gefürchteten Exkommunikationen lachten, ungerührt unter dem Donner seiner Interdikte verweilten und kühn die Maske der Mutter aller Kirchen von seinem Gesicht rissen und es als Mutter der Huren und Gräuel der Erde entlarvten. Sie waren tot, oder? Die Zeugen Christi? Sie hatten keine Stirn mehr zum Bezeugen, keinen Mut mehr zum Kampf, keine Kraft mehr zum Widerstand? Haha, so glaubte Rom, bis der Geist des Lebens von Gott in seine Zeugen eintrat und sie erhoben sich zu einem mächtigen Heer, um die frohe Botschaft durch Europa zu verkünden, in ihren Myriaden zu tun und zu wagen und zu sterben, indem sie Roms Teufelslehren mit solcher Kühnheit und Macht anprangerten. Und dann gibt's diese Narren, die behaupten, wir sollen nicht urteilen, dass sie die ganze Aufmerksamkeit der Welt erregten und eine Revolution von beispielloser Größe in der Christenheit hervorbrachten. Rom taumelte auf seinen 7 Hügeln wie von einem Erdbeben erschüttert und ein 10. Teil der babylonischen Stadt fiel. England, eines der 10 Königreiche, in die das westliche römische Reich aufgeteilt worden war, fiel weg, getrennt von der lateinischen Christenheit. 2019. Brexit? Tausende kamen in dem schrecklichen Kampf, der in vielen Ländern tobte, ums Leben. Und Rom wurde in seiner Kriegsführung verehrt. Der Aufstieg des Protestantismus war, wie der Name schon sagt, die Auferstehung der Zeugen. Die Reformatoren selbst erkannten ihn als solchen. Und auch ihre Feinde taten dies. Antichrist Papst Adrian, Leos Nachfolger, schrieb in einem Brief an den Reichstag in Nürnberg, Zitat, Ketzer, Huss und Hieronymus scheinen in der Person Luthers wieder am Leben zu sein. Ende Zitat. Das erinnert doch uns an die Aussage von Huss, der sagte, diese Gans werdet ihr töten, aber in 100 Jahren steht ein Schwan auf, dessen Geschnatter ihr ertragen werden müsst. Die Reformation des 16. Jahrhunderts begann im Jahre 1517. Die Übersetzung und Veröffentlichung des Wortes Gottes, die Definition der protestantischen Lehre und die Gründung protestantischer Kirchen besetzten das nächste halbe Jahrhundert, während die Befreiung der protestantischen Staaten von der päpstlichen Herrschaft erst im folgenden Jahrhundert abgeschlossen war. Während eines Großteils dieser Zeit dauerte der Krieg des wilden Tieres gegen die Zeugen an und mit ihm die Leiden, das Zeugnis in Sacktuch und deren Abschlachtung. Die Geburt der protestantischen Kirchen und Nationen in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts markierte jedoch nicht, wie wir alle wissen, das Ende der bitteren und blutrünstigen Opposition Roms, selbst gegen die Wahrheit. Der päpstliche Krieg gegen die Zeugen wütete das ganze Jahrhundert und das ganze nächste mit unvermindertem Hass und mit unverminderter Grausamkeit fort. Aber es gab einen großen Unterschied. Es gab einen sehr großen Unterschied. In der vorreformatorischen Zeit hatte das schreckliche wilde Tier die Oberhand. Es setzte sich durch gegen die Heiligen. Es trug sie ab und war schlussendlich derart siegreich, dass es für ein paar kurze Jahre alles gemeinsame Zeugnis der Wahrheit völlig zum Schweigen brachte.
aber nach der wunderbaren Auferstehung der Zeugen, nach dem Aufstand mächtiger protestantischer Gemeinschaften, die ordnungsgemäß auf Dauer organisiert und von ziviler Macht unterstützt wurden, war das Papsttum nie wieder in der Lage, die bezeugenden Kirchen als Ganzes zum Schweigen zu bringen. Das Papsttum war nie wieder in der Lage, sich gegen sie gleichzeitig in allen Teilen durchzusetzen. Seine Opfer waren in seine mächtigen Feinde verwandelt worden. Und während Rom in einigen Ländern gegen die Reformer siegte, setzten diese sich in anderen gegen Rom durch. Von nun an war die römische Christenheit in zwei Lager geteilt. Und von alters her wurde das Haus Sauls immer schwächer und das Haus Davids immer stärker. Und so kam es zu einem allmählichen Machtverlust seitens des Papsttums und der päpstlichen Nationen. Und mit der Zeit wuchs der politische Einfluss, der materielle Wohlstand, die intellektuelle Aufklärung und die soziale Lage seitens der protestantischen Nationen. Aber am Anfang war der Kampf bitter und schmerzhaft. So wie der Pharao das Volk verfolgte, nachdem er es widerwillig gezwungen worden war, es gehen zu lassen, und es bis zur Vernichtung seiner eigenen Macht verfolgte, so verfolgte Rom am Ende die jungen protestantischen Kirchen Europas zu seinem eigenen Verderben. Es schürte Opposition und internationale Konflikte, initiierte Blutmassaker und grausame Verbannungen und stürzte die reformierten Gemeinden in ein Meer von Leid und Not. Bezeugt durch das schreckliche Massaker von St. Bartholomäus mit seinen 60.000 Opfern, und zu dieser Zahl muss ich sagen, die schwanken zwischen 50.000 und 150.000 bezogen auf ganz Frankreich. In Paris alleine wird die Opferzahl auf 70.000 geschätzt. Das Wasser der Seine färbte sich damals blutrot. Bezeugt durch das schreckliche Massaker von St. Bartholomäus im August 1572 mit seinen 60.000 Opfern in Frankreich, durch die Verfolgungen unter Maria in England, durch das grausame Abschlachten von 18.000 Protestanten in den Niederlanden in 6 kurzen Jahren, durch den desolaten 30-jährigen Krieg in Mitteleuropa, ungefähr 12 Millionen tote Deutsche allein, ein Drittel der Bevölkerung und die Aufhebung des Edikts von Nantes, was 1685 400.000 Hugenotten aus Frankreich verbannte und den Tod von fast ebenso vielen anderen Hugenotten verursachte. Dies kann als der letzte große Akt des päpstlichen Krieges gegen die Zeugen betrachtet werden. Es folgt hier eine lange Pause von großen Kriegen. Nach der Veröffentlichung dieses Buches gehen wir jedoch in eine andere Epoche der weltweiten Verfolgung, ab dem Ersten Weltkrieg. Denn wie wir bibelgläubige Christen heutzutage wissen, war der Erste und der Zweite Weltkrieg nichts anderes als ein weiterer moderner Kreuzzug. Der Erste Weltkrieg war ein Krieg, den man hauptsächlich geführt hat gegen Protestanten. Man hat englische, amerikanische und deutsche Protestanten gegeneinander kämpfen lassen. Man hat sie aufgerieben. Und man hat den Grundstein gelegt für den Zweiten Weltkrieg. Weil am Ende des Ersten Weltkriegs mit der bolschewistischen Revolution in Russland man ein atheistisches, kommunistisches System in den dann entstehenden Sowjetrepubliken gemacht hat, etabliert hat. Und 1917 kam ja auch die Fatima-Erscheinung. Ich spreche über dieses Thema ausführlich in dem Buch Mit Gott und den Faschisten, das ich komplett gelesen habe inzwischen und das auf meinem anderen Joggler66-Kanal erscheint. Die Fatima-Erscheinung ist eine ganz, ganz, ganz wichtige, spielt eine ganz, ganz, ganz wichtige Rolle in dieser Sache, weil 1917 in Fatima, so gesagt, die Jungfrau Maria erschienen ist mit einer Botschaft. Und zwar mit einer Botschaft, dass Russland bekehrt werden soll zum Katholizismus. Und Deutschland wurde ausgewählt, um Russland zu rekatholisieren durch Adolf Hitler, durch den Zweiten Weltkrieg. Und daneben hat man ein atheistisches
System etabliert, das ein Feind der orthodoxen Kirche war. Einer der Hauptfeinde der Kirche Roms. Der Protestantismus musste eine langwierige Qual durchleben, bevor Rom seine Existenz anerkannte. Nicht sein Existenzrecht, denn das leugnet es immer noch, sondern seine Existenz und sein Wachstum als eine Tatsache, gegen die es sinnlos war, zu kämpfen. Erst am Ende des 17. Jahrhunderts, erst mit der glorreichen Revolution, die Wilhelm von Oranien 1689 auf den Thron England setzte, war der Protestantismus in England fest etabliert. Dieses Ereignis fand etwa 3,5 Jahre nach der Aufhebung des Edikts von Nantes statt. Die päpstliche Vorherrschaft war 1534 in England aufgehoben worden, ja, durch die Rebellion von Heinrich dem VIII., aber unter der Herrschaft Marias, Bloody Mary, ja, die blutige Maria, und wieder unter päpstlichen Vertretern war seine Existenz erneut gefährdet. Der Frieden von Ryswick Ende 1697 begründete erstmals vollständig die bürgerliche und religiöse Freiheit des Protestantismus. All dies beweist, dass die erste Phase der Auferstehung der Zeugen zu Beginn der Reformationsbewegung des 16. Jahrhunderts stattfand. Aber dass die Erhebung des Protestantismus zur politischen Macht, Vorherrschaft und Etablierung eine viel längere Zeit in Anspruch nahm. Wie alle anderen großen Bewegungen erstreckte sich die Reformation, ausgehend von einer Epoche, über eine Ära. Zeit verbietet mir die Darstellung der Chronologie dieser bemerkenswertesten Periode, einschließlich ihrer Beziehungen zu den 1260 Jahren der Prophezeiung. Es genügt zu sagen, dass das Intervall von 1534, dem Datum der Aufhebung der päpstlichen Vorherrschaft in England und der Veröffentlichung der Lutherbibel in Deutschland, bis 1697-98, dem Datum der vollständigen Etablierung des Protestantismus im Frieden von Ryswick, durch genau 1260 Mondjahre von 312 bis 476 nach Christus getrennt ist, dem Zeitraum, der sich vom Fall des Heidentums bei der Bekehrung Konstantins bis zum Fall des westlichen Römischen Reiches erstreckt. Die Zeit von 312, 476 bis 1534, 1697 schauen wir hier noch einmal etwas dichter an. 312, 313 kam es zum Mailänder Edikt, das Edikt von Konstantin. Die Mailänder Vereinbarung ist die Bezeichnung für eine im Jahr 313 zwischen den römischen Kaisern Konstantin dem I., dem Kaiser des Westens, und Licinius, dem Kaiser des Ostens, getroffene Vereinbarung, die sowohl den Christen als auch überhaupt allen Menschen freie Vollmacht gewährte, der Religion anzuhängen, die ein jeder für sich wählt. Eine geläufige Bezeichnung für diese Vereinbarung ist auch Toleranzedikt. Und wir wissen aus vorherigen Lesungen, dass 313 das Ende war der 10 Tage Verfolgung, die Jesus Christus nennt in Offenbarung Kapitel 2. Die Zeit zwischen 303 und 313, der schlimmsten Christenverfolgung, die es im heidnischen Rom damals gab. Und zur Bekehrung Konstantins, da kann ich nur das Wort angeblich hinzufügen, Konstantin hat sich niemals bekehrt. Konstantin war ein Sonnenanbeter bis zum letzten Atemzug auf dieser Erde. Ich habe da letztens in Englisch noch eine Sendung drüber gemacht in der Buchlesung von Albert Close, The Divine Program of the World's History, also das göttliche Programm der weltlichen Geschichte. Ein Buch, das ich im Augenblick mit Brett in Englisch lese. Teilweise ist Michael da auch mit bei. Und da hatten wir letztens eine ganze Stunde einen Ausflug gemacht in Konstantin. Nicht nur in Konstantin, sondern neben Konstantin auch noch zu Konstantins Mutter, Helena, von der ja gesagt wird, dass sie das wahre Kreuz Jesu Christi in Jerusalem gefunden hat und deswegen Holzstücke zu Konstantin nach Konstantinopel gesendet hat und so weiter und so weiter, diese ganzen Märchen. Und wir haben über Eusebius gesprochen, der Bischof war zu der Zeit von Konstantin, den Konstantin beauftragt hat, ihm 50 Bibeln zu besorgen, die hauptsächlich basiert waren auf den Schreiben von Origen,
Und da sind wir eine ganze Stunde lang intensiv drauf eingegangen. Sehr interessant, also für diejenigen, die Englisch können, kann ich nur anraten, schaut euch die Lesung, das muss Nummer 20 gewesen sein, in dem Buch The Divine Program of the World's History an. Und ansonsten würde ich sowieso vorschlagen, wer Englisch kann, sollte sich die ganze Buchlesung angucken. Das ist ein wunderbares, sehr, sehr spannendes Buch, ein sehr, sehr interessantes Buch, das vor allen Dingen nicht besonders viel zu finden ist. Ich glaube, Brett hat heute Nachmittag noch erzählt, man findet von diesem Buch online, wenn man irgendwo sucht, in Bibliotheken oder was, vielleicht 10 Exemplare auf dieser Welt. Also es ist wirklich ein sehr, sehr unterdrücktes Buch und das lesen wir da. Sehr, sehr interessant. Und das geht nicht so sehr auf die Sache von Konstantin ein, aber ich habe mir die Mühe gemacht, da extra Dinge für rauszusuchen. Wir haben eine ganze Stunde Sendung gemacht über die angebliche Bekehrung Konstantins. So wie es hier steht, die Bekehrung Konstantins bis zum Fall des westlichen Römischen Reiches, es war eine angebliche Bekehrung. Konstantin war ein Sonnenanbeter bis zum letzten Atemzug. Er hat sich nie zum wahren Christentum bekehrt. Hätte er sowieso nicht können, wenn, hätte er sich zum Katholizismus bekehren können, aber er blieb selbst ein Sonnenanbeter bis zum Ende. Römische Katholiken sind auch Sonnenanbeter, da nicht von, aber er hat sich selbst nicht zu der neuen Religion bekehrt. Aber gut, Henry Gretten-Guinness fährt noch ein wenig fort und sagt, ich habe weder versucht, noch konnte ich im Rahmen dieses Vortrags versuchen, die wunderbare reformatorische Vision des Buches der Offenbarung vollständig zu erläutern. Ich habe nur einen Blick auf ihre Hauptmerkmale geworfen. Darin liegt sehr viel mehr von größtem Interesse, das ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht anzufassen wage, weil es mich viel zu weit führen würde. Aber habe ich nicht auch genug gesagt, um Sie davon zu überzeugen, dass die große und gesegnete Erweckung der wahren Lehre und des geistlichen Lebens, die vor 3 bis 4 Jahrhunderten stattfand und die wir Reformation nennen, sowohl in der jüdischen Geschichte als auch in der christlichen Prophetie vorausgesagt wurde? Und dass im Zusammenhang mit jeder dieser wunderbaren Voraussagen das Siegel der Zustimmung Gottes auffallend auf die Bewegung gesetzt ist? Was ist die Vision von Offenbarung 10? Eine göttliche Einmischung, die der Kirche die Bibel und die Verkündigung des Evangeliums zurückgibt und formell zwischen dem abtrünnigen Christentum und der wahren Kirche trennt. Was ist die retrospektive Erzählung des Engels? Es ist die Geschichte des Zeugnisses von Kirchen, die seit Jahrhunderten inmitten von Trauer und Armut und Scham leben, schließlich als Körperschaften durch die grausamen Angriffe des römischen Tieres zerstört werden, aber nach kurzer Zeit wiederbelebt und trotz aller Feinde zur politischen Macht erhoben werden. Das ist die Vorhersage. Das sind die Fakten. Wie kam es, dass diese seltsame Vorhersage vor 1800 Jahren in diese heiligen Schriften aufgenommen wurde? Erkennen Sie, wenn möglich, das erstaunliche Wunder der Tatsache, dass das alles hier in diesem Buch steht? Und dass unzählige Menschen aller Nationen seit Jahrhunderten damit beschäftigt sind, im Unbewussten darüber, dafür zu sorgen und zu arbeiten, es exakt so zu erfüllen. Erkennen Sie, wenn möglich, die erhabene Zärtlichkeit und die heilige, mitfühlende Zustimmung, mit der der Erlöser diese einfachen Worte spricht, meine zwei Zeugen. Ja, Herr, sie waren deine Zeugen, diese armen, verfolgten Lollarden und Hugenotten, diese gemarterten Waldenser und Paulikianer. Deine Zeugen, du gesegneter Leidender, der du dich dem Blut widersetzt hast und gegen die Sünde kämpfst. Sie waren Zeugen deiner Gnade, Zeugen deiner Herrlichkeit, Zeugen deiner allausreichenden Buße, deines einzigen Hohepriestertums und deines einzigen und einzigartigen Hohepriestertums und deiner alleinigen Mittlertätigkeit. Und dafür haben sie gelitten. Dafür sind sie gestorben. Sie haben mit dir gelitten. Sie werden mit dir herrschen, nach deinem eigenen Wort. Wo ich bin, da soll auch mein Diener sein. Johannes 12, 26. Meine zwei Zeugen. Ach, Herr, wie sehr hast du deine treuen Märtyrer geliebt. Und wie sehr hast du das grausame und böse System gehasst,
das ihnen seit Ewigkeiten einen erbitterten Krieg bereitet hat. Und es will es immer noch tun. Verfolgt es nicht dich, indem es sie verfolgt? Oh, wie oft hast du Papst und Prälat gefragt, wie früher Saulus von Tarsus, warum verfolgst du mich? Wie wir lesen in Apostelgeschichte 9, Vers 3 und 4. Als er aber hinzog, begab es sich, dass er sich Damaskus näherte, und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sagt: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wenn wir an diese Dinge denken, müssen wir nicht die Gefühle des Psalmisten teilen und sagen: Hasse ich sie nicht, o Herr, die dich hassen? Bin ich nicht traurig über die, die sich gegen dich erheben? Übersetzt aus der König James. Ferne, ferne sei es von uns, mit den Verfolgern zu sympathisieren und die wahren Zeugen leicht zu schätzen, so wie es heutzutage die Art und Weise ist, nach der viel zu viele Menschen leben. Ferne, ferne sei es von uns, mit den Verfolgern zu sympathisieren, die Art und Weise, nach der viel zu viele Menschen heute, auch in 2019, nicht nur zur Zeit, wo Henry Grettengenes dieses Buch schreibt, leben. Lasst uns vielmehr gegen den großen Feind des Evangeliums das gleiche Zeugnis ablegen, das sie inmitten seiner heftigsten Angriffe abgelegt haben, und so die Ehre mit ihnen teilen, von Christus und seinen treuen Zeugen gezählt zu werden. Das beendet die fantastische Reise, die ich vor einem halben Jahr mit dem Lesen dieses Buches begonnen habe. Zumindest bis wir nächste Woche auf die schließenden Kommentare des Autors kommen, die ich keinem anraten möchte zu verpassen. Die sind sehr, sehr wichtig und ein wichtiger Bestandteil dieses Buches. Aber das eigentliche Buch, die eigentlichen Vorträge, die Henry Grettengenes 1887 in der Exeter Hall vorgetragen hat, diese Vorträge sind hiermit beendet. Und wir haben ganz deutlich gesehen, dass sowohl der Romanismus als auch die Reformation in der Bibel als eine Geschichte lange, lange im Voraus vorhergesagt wurden. Abgesehen von anderen Prophezeiungen gehe ich nur auf die zurück, die Henry Grettengenes hier in diesem Buch nennt. Nämlich die Prophezeiung im Buch Daniel, Kapitel 2, Kapitel 7 und nicht zu vergessen die Wichtigkeit von Kapitel 9. Und Paulus in seinen verschiedenen Briefen, unter anderem an die Thessaloniker, in Kapitel, also 2. Thessaloniker, Kapitel 2 und natürlich auch Johannes in dem Buch der Offenbarung. Wir schauen heutzutage zurück auf die Geschichte. Gott, der das Ende von Anfang an kennt, schaut auf die Geschichte voraus und teilt sie uns in seinem Buch, dem Heiligen Buch der Bibel, mit, weil Prophezeiung ist Geschichte im Voraus geschrieben, zur Warnung desjenigen, der Verstand genug hat, sie zu verstehen, der willens genug ist, sie zu verstehen, und der sich die Zeit nimmt, das Buch, die Gebrauchsanleitung für unser Leben hier auf Erden, wie ich die Bibel gerne nenne, zu lesen, zu studieren, zu leben und zu verstehen. Und das bringt ein Ende an diese Buchlesung. Und von daher würde ich jetzt gerne Maximilian bitten, mal sein Mikrofon aufzumachen. Und dann kann ich ihm ein paar Fragen stellen, denn schließlich war er derjenige, der vor ein paar Monaten angefangen hat, sich hinzusetzen und dieses Buch zu übersetzen und uns im Grunde damit versorgt hat, dass wir dieses wunderbare Buch heute haben, mehr oder weniger zu Ende lesen können. Maximilian, ich heiße dich herzlich willkommen zu der Sendung heute Abend und bin froh, dir mal eben ein paar Fragen stellen zu können und du vor allen Dingen auch dich mal zu Wort kommen zu lassen, dass, ohne dass ich jetzt viele Fragen stelle, dass du mal erklärst, wie du dazu gekommen bist,
dich dieser, ich sage es mal, monumentalen Aufgabe anzunehmen, dieses Buch komplett alleine und dann noch in so einer wunderbaren Qualität zu übersetzen. Herzlich willkommen zur Sendung, Maximilian, und Ja, bitteschön. hallo Jörg und hallo in die Runde hier auf Skype sowie an alle Zuhörer und Zuschauer dieses Videos später auf YouTube. Ja, Jörg, wie du schon gesagt hattest, auch zu Beginn der Übersetzungsarbeit und jetzt auch vorwegnehmt nochmal, dass es eine wunderbare Reise ist, dieses Buch und die Lesungen. Es ist so unglaublich wichtig, wirklich auch die wahre Geschichte oder die authentische Geschichte zu kennen, ne? Nämlich nur dadurch erkennen wir ja, dass, oder können wir vielmehr erkennen, dass die Bibel tatsächlich wahr ist. Und das ist kein unbedeutender Unterschied, ne? Das habe ich jetzt auch vor kurzem erst nochmal festgestellt, ja, was das für mich auch eigentlich bedeutet hat. Ich habe nämlich vor, ich weiß gar nicht jetzt genau, wann das war, Jörg, wann das angefangen hatte, jetzt hier mit dieser Reise, sage ich mal, mit der Übersetzung des Buches. Aber es dürfte jetzt gut ein halbes Jahr her sein. Mit der Kurz vor. Lesung, hatten wir angefangen im September letztes Jahr. Das heißt, die Übersetzung hast du wohl dann irgendwann im August August, bereits August begonnen, ne? ungefähr. Ja, genau. Und ich glaube, einen Monat vorher bin ich wirklich bei dir auf dem Kanal das erste Mal auf die Wahrheit gestoßen, dass der Papst der Antichrist ist. Und mir ist jetzt erst vor kurzem aufgefallen, dass das für mich ein derart wichtiger Punkt war, wo es mir wieder mal wie Schuppen von den Augen gefallen ist, weil ich halt auf meiner Wahrheitssuche war, ja, der nicht minder bewirkt hat, dass ich ein paar Wochen später dann erst im Glauben wiedergeboren wurde als wahrer Christ. Ich brauchte anscheinend diese Erkenntnis, ja, oder dieses wahre Zeugnis der authentischen Geschichte als Voraussetzung dessen, dass ich eben die Bibel als wahr annehmen konnte. Und es ist ein so unglaublich wichtiger, aber feiner Unterschied, ob man aus der Wahrheit und im Geist anbetet oder ob man glaubt, dass man es tut oder meint irgendwie, da ist irgendwo Gott und so, ne? Und das ist genau der kleine, aber feine Unterschied, weswegen die ganze Ökumene und viele heute protestantische Kirchen und so weiter und so fort, viele, viele, viele Menschen, auch gerade in meinem Bekanntenkreis, mit offenen Armen auf den Abgrund zulaufen, weil sie meinen, da ist ja irgendwie Gott und so, ne? Aber ach ja, lass mich mal da irgendwie mit irgendwelchen Belehrungen aus der Bibel in Ruhe, ne, weil das ist ja unbequem und so weiter und so fort. Es ist so wichtig, ne, für mich war es das zumindest auch. Und nochmal eine kleine Geschichte dazu anhängt auch. Meine Freundin, die kennt sicherlich jetzt hier, die in der Runde teilnehmen, kennt diese Geschichte wahrscheinlich schon. Meine Freundin und jetzige Frau, die liebe Anne, die hatte Zeit ihres Lebens Narkolepsie. Ja, das ist eine schulmedizinisch gesehen Erkrankung, die also nicht heilbar ist und die man dann ein Leben lang hat. Und man ist auf die Einnahme von zwei starken BTMs angewiesen. Und sie hatte auch immer von sich aus gesagt, ja, ich weiß, da gibt es irgendwie so einen Gott und ich habe ja auch früher schon gebetet und so weiter und so fort. Und ich habe da wirklich mal insistiert, ja. Und wir hatten uns auch fast wieder heftig gestritten, aber ich habe drauf bestanden, Anne, bete doch mal jetzt wirklich, versuch es einfach mal, diesen kleinen Unterschied, hör doch mal auf meine Worte, mach mal diesen kleinen, aber feinen Unterschied, mal wirklich mit offenem Herzen anzubeten, ne? Und es mal ernst zu meinen, ne? Und genau ab diesem Zeitpunkt war Anne die Nacht drauf, also ab diesem Zeitpunkt war sie geheilt, wo sie das wirklich erste Mal so auch angebetet hat. Es ist ein so wichtiger Unterschied. Und so wie Anne meine Worte so wichtig waren, es wirklich mal aus Wahrheit und ernsthaft zu tun, mal anzubeten, ja, und das Ganze mal ernst zu nehmen, genau so wichtig war es für mich auf der anderen Seite mit der Erkenntnis, dass der Papst der Antichrist ist. Ja, denn das hat für mich bewirkt, dass ich wirklich angefangen habe, mich ernsthaft mit der Bibel zu befassen. Und genauso wie ein Gebet nicht funktioniert, wenn man es nicht ernst nimmt, genauso wenig versteht man die Bibel, wenn man es nicht ernst nimmt. Wenn man meint, ja, ach, ich wollte sowieso schon immer mal irgendwie die Bibel lesen und so, aber so ganz dran glauben tue ich nicht, ne? Dann versteht man nur Bahnhof. Und das ist auch so gewollt, ne? Und das ist genau wie ein Gebet nicht funktioniert, wenn man es nicht ernst nimmt. Und das ist so unglaublich wichtig, wie du jetzt auch schon sagtest, ne? Prophezeiung ist, dass Gott uns vorhersagt, was geschehen soll. Authentische Geschichte ist, dass Menschen uns sagen, was in der Vorsehung Gottes bereits geschehen ist. Ja? Hat man das eine nicht, dann hat man das andere auch nicht, ne? Und wenn man sich die ganzen Märchenstunden mal irgendwie irgendwie mal überlegt, was man so alles gelehrt bekommen hat im Laufe des eigenen Lebens. Da habe ich für meinen Teil in meinem bisherigen Leben bis vor einem halben Jahr die Bibel immer in eine Ecke geschmissen und mir gedacht, ja, Harry Potter 2.0, verarschen kann ich mich alleine. So. Ja, es ist wirklich traurig, aber so ist es. Und ich weiß heute, dass es vielen, vielen Menschen ähnlich geht. Und es betrübt mich immer zu sehen, wie viele Menschen das sind, die verloren gehen, weil sie eben meinen, ja, sie machen das schon alles richtig. Und es ist so wichtig, dieser Unterschied. Und
ich denke, dass gerade dieses Buch auch und jetzt auch die Übersetzung in die deutsche Sprache hoffentlich auch vielen Geistern zeigen wird, dass es eben schon einen Unterschied ausmacht und wo der Unterschied liegt. Ja. Das ist nämlich, gerade wenn man die authentische Geschichte kennt, dass auf einmal klar wird, dass dieses Buch tatsächlich Wort für Wort die Wahrheit ist. Ja, dass es nämlich die authentische Geschichte ist, die da uns vor 2500 Jahren schon irgendwie wie aufgeschrieben wurde. Ja. Und das schließt halt die Urheberschaft ein. Das schließt ein, dass Gott wahr ist. Ja, dann ist es, für mich war es ab dem Zeitpunkt, war es nicht mehr Glauben. Ja, das war Wissen. So fest möchte ich jetzt mal sagen, dass es Glauben war. Ja, das naja, ist oder von dir der Glauben. Lass uns mal so sagen. Ne? Ja, du weißt, wie ich meine. Es ist dann halt wirklich nicht mehr Glauben, sondern Wissen in dem Sinne. Ja, das ist eine ganz andere Beziehung, ja, die man dann zu Gott hat. Und es ist insofern, ja, ich sag mal, überhaupt die Beziehung, die man zu Gott haben kann, ne? Weil es so ernsthaft eben auch sein muss, ne? So, sonst würden ja auch die Worte, die Jesus Christus selber spricht, irgendwie nicht Sinn machen, ne? Dass er dann irgendwie sehr, sehr vielen Menschen erzählen wird am Tag des Gerichts, ich habe euch nie gekannt, ja. Das sind eben solche Menschen, die jetzt heute die Ökumene umarmen und meinen, das wird schon irgendwie alles, wir sind ja alles Kinder Gottes und so weiter. Ne? Aber kennt man die authentische Geschichte, ja, das schließt dann meistens erstmal mit ein, dass man überhaupt die Grundlage hat, bibeltreuer Christ zu sein. Ja? Und das war für mich so enorm wichtig. Und ja, da kann ich dir abschließend jetzt nur beipflichten, das war eine wunderbare Übersetzungsarbeit, auch jetzt das Buch selber dann nochmal auf Deutsch zu lesen. Und ich meine, ich habe es auf Englisch nie ganz gelesen, nur mal reingeschaut, als du mir das irgendwie gesagt hattest, dass es das Buch wäre, weil wenn es mal eins gäbe, was auf Deutsch, dann wäre es das, würde dir sehr am Herzen liegen. Und ja, das, ich bin sehr froh, dass ich das dann auch gemacht habe. Und ich bin auch Tag für Tag selber, auch durch das Buch und durch die Übersetzung, nochmal im Glauben gewachsen. Das ist also wunderbar, dass ich ja, dass ich das machen durfte. Ich danke immer dem Herrn dafür und ja, ich möchte einfach nur den Zuhörern nochmal irgendwie ans Herz legen, gerade natürlich auch durch dieses Buch, aber vor allem auch durch die Ernsthaftigkeit im Glauben und im Geist anzubeten, dass es eben ein nicht unerheblicher Unterschied ist, ne? Und das schließt eben die wahre Geschichte mit ein. Und das schließt dann natürlich auch wieder mit ein, dass man weiß, worum es im Romanismus und der Reformation wirklich geht. Wo ja wir heute zu einer Zeit irgendwie leben, wo ja sehr viele, ich sag mal, Kampagnen laufen, um gerade auch die Reformation zu verunglimpfen und so weiter. Ne? Das spielt ja alles darauf an irgendwo. Das fängt an mit den Reformatoren. Genau. Die Reformatoren anzufallen, das anzugreifen. Das fängt vor allen Dingen damit an, Martin Luther zu diskreditieren. Ja. Und das ist ja nun eine Agenda, die die letzten Jahre in Deutschland unglaublich stark aufgekommen ist, ne? Ja, gerade auch. Straßen um Namen, die nach ihm benannt wurden, werden auf einmal umbenannt. Martin Luther wird nur als dummer Säufer dargestellt, wenn man zur Wartburg geht, die ihr hier auf diesem Bild sehen. Seine Frau wird hochgehimmelt. Da werden jetzt Filme gezeigt von seiner Frau, ja, die ja aus dem Kloster damals geflohen war. Der Hintergrund wird nie beleuchtet, warum sie aus dem Kloster geflohen ist oder wie Kloster aufgebaut sind, was Kloster überhaupt ist und dass das absolut unbiblisch ist, dass es eine Erfindung der römisch-katholischen Kirche ist. Also nicht der römisch-katholischen Kirche selbst, sondern es geht natürlich schon zurück auf Babylon, aber Rom ist ja das moderne Babylon. Aber solche Dinge werden gezeigt und Martin Luther und die ganze Reformation und vor allen Dingen der Protestantismus wird nicht nur lächerlich gemacht, sondern wird eben auch ins Unglaubhafte gezogen und angegriffen von allen Seiten, immer wieder. Und das die letzten Jahre viel stärker als früher. Um die Leute zu entmutigen und um dafür zu sorgen, dass die ökumenische Agenda des Weltkirchenrates in Erfüllung kommt, dass eben sich in diesem Weltkirchenrat alle Kirchen, die darin vertreten sind, verbinden, und dann Rom seine Fittiche darüber ausbreitet und sie alle einverleibt. Das ist genau die Idee davon. Ja.
Das Hast du zeigt da auch, noch wie, was? Ja. ja, genau, das zeigt ja auch dann, wie aktuell halt gerade auch der Inhalt dieses Buches dann auch gerade heute immer noch ist. Ne? Das ist ja dann, das nimmt nichts weg davon, ne? Von der Aktualität des Inhalts her. Ne? Und das ist Ich erschreckend, wie im Vorwort alleine auch. Ne? Wie erschreckend halt auch auf die heutige Zeit, dass irgendwie alles zutrifft. Ne? Dass so viele Menschen sich dem Irrtum und der Falschheit hingeben und dann auch Wohlgefallen dran haben. Ne? So, das ist wirklich erstaunlich. Ja, im Vorwort des Buches stehen ja solche Dinge mit drin, dass wir den Kampf dieser Reformation wohl nochmal führen müssen. Das sagte Henry Gretton Guinness 1888, also 131 Jahre zurück. Ich muss dir ehrlich sagen, Maximilian, ich habe die ganze Zeit, wo ich dieses Buch gelesen habe, nie den Eindruck gehabt, dass ich ein Buch lese, das über 100 Jahre alt ist. Wie war denn deine Einschätzung bei der Übersetzung? Da kann ich dir nur zustimmen, ja. Bis auch bei der Nennung jetzt von Jahreszahlen, wo es halt ersichtlich wird, dass es halt nicht die jetzige Zeit ist, ist es tatsächlich ja immer noch genauso wichtig und ja genauso notwendig, wirklich auch diesen Protest irgendwo zu tun, ne? Gerade weil es halt auch für mich wieder jetzt auch im Umkehrschluss genauso wichtig war, um diese Inhalte zu wissen, ja. Also es ist halt auch einfach wichtig, ja, sich darüber bewusst zu sein. Und wenn wir dann wieder irgendwie anderes Wissen an unsere nachfolgende Generation weitergeben, dann geht das wieder verloren und so weiter, ne? Und ja, das ist halt wirklich dieser Kampf, der immer noch aktueller denn je geführt werden muss, ne? Sonst geht er wieder verloren, ne? Und gerade heutzutage, wo wir so schnelllebig sind und alles irgendwie, also es ist unglaublich, wie aktuell mir der Inhalt da tatsächlich auch immer vorgekommen ist, ja. Und ich hoffe halt, dass es wirklich auch vielen, vielen anderen Menschen noch so geht, die dann das Buch irgendwie mal selber dann lesen oder die Videos später schauen. Und ich hoffe dann, appelliere da an der Stelle jetzt natürlich auch nochmal an die Zuhörer und Zuschauer, dieses Buch dann auch zu verteilen oder weiterzuleiten oder zu teilen oder was auch immer. Das ist jetzt bis nächste Woche, bis zur abschließenden Lesung der Concluding Remarks, der abschließenden Bemerkung, ist es auch veröffentlicht auf archives.org. Und dann machen wir ja nochmal eine Version, glaube ich, Jörg, ne, mit deinen Links drin. Ja, das auch wirklich, ja, nicht auf die leichte Schulter zu nehmen, wie es gerade auch jetzt zur heutigen Lesung wieder gepasst hat, ne, dass man das eben nicht, wie es viel zu viele Menschen heute leider tun, ja, das alles leicht zu schätzen und irgendwie abzutun, ne, sondern es wirklich ernst zu nehmen, ja. Ach, so schlimm wird's schon nicht werden, ne? Ja, genau. Nee, also, ne, verteilt es, leitet es weiter, teilt es und ja, ich hoffe, dass es halt auch, wie Henry Gretton Guinness in seinem Vorwort sagt, viele Geister öffnen wird, ja, eben zum wahren Glauben zu finden, wie es auch bei mir zwar jetzt nicht mit dem Buch, aber mit ähnlichen Inhalten der Fall war. Ja. Gut, das war ja eine sehr schöne Antwort, die du mir auf meine einzige kleine Frage mehr oder weniger gegeben hast. Nein, es freut mich unglaublich, deine Bekanntschaft gemacht haben zu dürfen und vor allen Dingen, dass wir beide so wunderbar in demselben Geist daran haben arbeiten können, dieses Buch unseren deutschsprachigen Brüdern und Schwestern vorstellen zu dürfen. Wie du bereits anfangs gesagt hattest, war meine Aussage, als ich dich kennengelernt hatte und du meintest, was könnte ich denn mal machen, dass ich sage, das ist das Buch, wovon ich damals, als ich Tom Frest seine allererste Lesung das erste Mal habe hören, zugehört habe, also nur seine erste Lesung, eine Stunde, da war mir klar, in dem Augenblick war mir klar, das Buch, das sollte jeder Christ neben der Bibel kennen. Das ist sowas von unglaublich grundsätzlich wichtig, da führt kein Weg dran vorbei. Und dass ich diese Gelegenheit bekommen habe, durch die Mitarbeit von dir das zu übersetzen und durch den Heiligen Geist, der dich in die gute Übersetzung geleitet und mich zu guten Lesungen geleitet hat, die Möglichkeit hatte, dieses Buch nun dem deutschsprachigen Volk vortragen zu können, das ist eine unglaubliche Ehre im Namen des Herrn, die er mir gegeben hat, dass ich das habe machen können. Und da möchte ich mich nochmal bei dir bedanken, aber ich möchte mich vor allen Dingen beim Herrn Jesus Christus bedanken. Durch seinen Heiligen Geist bin ich, wie auch die anderen, in die Wahrheit geleitet worden und habe ich die Möglichkeit bekommen, dieses Buch vorzulesen und vorzutragen. Und ich hoffe, dass Maximilian und ich alle beide gerade eben die Wichtigkeit deutlich gemacht haben, dieses Buch wirklich mal zu lesen, eventuell meine Lesung anzuhören, aber da kommt es mir gar nicht drauf an. Lest es dann für euch selber. Oder lest es für euch selber, hört euch dann meine Lesung an. Oder wie auch immer.
Es ist mir vollkommen wurscht, aber lest dieses Buch und vor allen Dingen daneben auch, lest eure Bibel. Nicht wahr, Max? Das ist noch immer das Wichtigste, was man tun sollte. Lest eure Bibel und lernt Gott kennen und öffnet euch für eine persönliche Beziehung zu eurem Herrn und Erlöser und Erretter, Jesus Christus. Denn es gibt nur einen Vermittler zwischen dem Menschen und dem Gott. Und das ist der Mensch, Jesus Christus. Und damit möchte ich diese Sendung für heute beschließen. Danke, Max, dass du dabei warst. Danke, dass ihr zugehört und zugeschaut habt. Und ich hoffe, euch auch noch zur nächsten Lesung begrüßen zu können, wenn wir die abschließende Bemerkung von Henry Gretton Guinness besprechen. Aber das Buch, das Thema des Buches ist hier vorläufig mit abgeschlossen. Und deswegen bleibe ich mit demselben Aufruf wie immer. Bis zum nächsten Mal und lest eure Bibel. Maranatha.